Oh, geht hier. Geht hier eine Bahn durch? Kann ich mit der Bahn fahren? Na, Kleiner? Kleiner, wie geht's? Hey! Na? Ich glaube, ich sollte mal die Waffe nicht im Anschlag haben. Das wäre hier sehr. Ihr war's doch, glaube ich. Der ist auf einmal weg. Alles fließt vorüber. Auch der Wohnwagen. Da ist Rivers Auto. Der Thornton. Das will ich. Moin. Hi. Moin. Hey, wie geht's? Hi. Drüben. Hi. Hi. Ball. Geh mal kurz weg. Jetzt hast du keinen Ball mehr. Na, Monique, wie geht es dir ohne Ball? Perfektes Timing. Etwa. Kannst mir beim Kochen helfen. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Sojafleisch, nicht normales? Hm. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm einfach den Löffel und rühr. Alles klar. Hm. Oh, Scheiße. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm ein. So. Ist das ein altes Wort, Familienrezept? Aha. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren. Okay. Ja doch. Ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Er muss sich erst wieder finden. Aber körperlich wird es echt lange dauern, bis er sich komplett erholt hat. Und mental? Das war eine üble Nummer. So krank das auch klingt, aber was Harris ihm angetan hat, hat ihm vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht, aber es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Es ist sehr detailliert, das Jambalaya, ne? Ehrlich gesagt dachte ich, das mit dem Kochen wäre ein Witz. Oder dass Joss sich abmühen würde, während... Was? Joss kriegt es nicht mal hin, Wasser zu kochen. Das ist belastend. Ich bring gern den Kochlöffel, kein Scherz. Hatte in letzter Zeit nur kaum Gelegenheit. Na, Peter Pan. Hast du dich denn jetzt gerecht? Ich will nicht die Stimmung versauen, aber... Was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Sie. Darüber reden wir nachher. Klar, kein Stress. Es ist nur... Du weißt schon. Ich weiß. Was schneidest du da hinten, bitteschön? Es hört sich so an, als wenn du Metall auf Metall reiben würdest. Okay. Ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Zu Befehl. Herr Kommissar. Nee, Detective Fire, ne? Das nehme ich mir mal. Moin, ich hoffe, ich störe. Aber das hat bestimmt nicht geholfen. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Was? Das habe ich Ihnen auch gesagt. Aber es kam immer dasselbe zurück. Niemand interessiert sich für Kinder, die irgendwie anders sind. Mhm. Mit genau den Worten, ja. Wollte mir jedes Mal die Haare ausreißen. Wäre verständlich, ja. Wann kann ich ihn wiedersehen? Gar nicht. Sehr gut, ich wollte ihm nämlich was vorbeibringen. Er liebt Musik, also... Wie bitte? Nee, nix Musik. Ja, ich werde dran denken. Sagen Sie es mir einfach. Vielen Dank. Sie haben mir so, so sehr geholfen. Mhm. Ja, wir telefonieren bald wieder. Okay. Telefonieren wir auch mal bald? Wer ist mit einer Granate? Nein? Okay. So, hi. Ich soll Reis bringen. So schön, dass du da bist. Meinst du es echt? Ja, für die Einladung erstmal. Ne? Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Okay, es sieht gut aus. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke.
Bitte, ich schleim mich gern bei dir ein. Und wie geht's Randy? Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus, unter Schock. Hm. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Ist doch. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Musst du auch nicht. Es ist vorbei. Alles ist egal. Ich habe River geholfen. Du solltest River danken. Ich habe nur geholfen. Ja, trotzdem. Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. River ist draußen. Er konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Das weiß ich. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Den reißt du mitnehmen. Basmati. Nice. Er ist. Basmati Reis ist echt gar nicht mal so schlecht. Bin ich auch hier raus? Boah, hell. Wieso lehne ich mich gerade zur Seite? Bist du jetzt wieder reingegangen? Wolltest du. Ach, ich wollte schon sagen, sie wollte doch eigentlich gerade noch eine rauchen. So, was schneidest du da? Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Okay. Reis ist drin. Okay, da war zu wenig. Veranda? Jawohl, Alter. Auf ein köstliches Bier. Ich nehme den Wodka, ne? Wenn du welchen hast. Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich, als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, geht mir genauso. Was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Aha. Erstmal trinken. Hast du ihn umgebracht? Hast du ihn kalt gemacht? Na? War mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Oh, gekniffen. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Ja. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. Aha. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Sie? Was denn mit deinen Eltern? Erstmal trinken? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Der ging in Flammen. Der Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und... gefragt, wo wir das Geld verstecken. Ich will das gerne weiterhören. Meine Mutter hat geweint. Und mein Dad hat geschworen, dass wir nicht viel haben. Einer von denen war komplett high. Hat meinem Vater den halben Schädel weggeschossen. Scheiße, River. Wie furchtbar. Ist völlig durchgedreht. Hat mir seine Waffe in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll auf meine Mutter zielen. Ich werde nicht vergessen, wie ihr dabei die Tränen aus den Augen liefen. Hast du es getan? Was hast du gemacht? Nichts. Ich war wie erstarrt. Gut. Er riss mir die Waffe aus der Hand und hat meine Mutter erschossen. Ah. Dann ist er einfach gegangen. Wurde nie gefasst. Mensch, wollen wir ihn fassen? Deshalb bin ich zur Polizei. Damit Abschaum wie er nicht einfach ungestraft machen kann, was er will. Erstmal wieder was trinken. Hast du das alles gesehen? Hm? Was hast du gemacht? Mhm. Langsam trinken wir uns Mut an. Ich glaube, sie sieht in mir immer noch den Jungen, der eine Pistole auf ihre Mutter richtet. Ja, komm schon. Wieder ein bisschen Mut antrinken, dann fragen wir weiter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hm.
Als ich also bei Harris im Krankenhaus stand, die Pistole an seinem Schädel, war ich wieder dieser Junge. Aber auch der Junkie, der meine Eltern ermordet hat. Hast ihn also nicht umgebracht? Nee, ich verstehe. Verstehe. Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Oh, Reva, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Na klar. Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Wir spielen Basketball. Ja. Big Trouble in Haywood. Was? Hol dein Set. Kartenspiel? Oder spielen wir jetzt Laser Tag mit VR?